Im tiefsten Afrika betrat der moderne Mensch die Bühne der Evolution. Vor 100.000 Jahren zog er aus, um die ganze Erde zu besiedeln. And ignition. Lift off. Als einziges Lebewesen hat der Mensch die Grenzen seines Heimatplaneten überwunden. Unseren nächsten Verwandten rauben wir den Lebensraum, obwohl sie uns zutiefst menschlich erscheinen. Was ist das Geheimnis unserer Evolution, unseres Fühlens und Denkens? Weltweit sind Wissenschaftler dem Rätsel auf der Spur. Mensch, wer bist du? Was kann der Mensch, was andere Primaten nicht können? Warum haben wir und nicht sie gelernt, das Feuer zu beherrschen? Selbst der klügste Schimpanse ist nicht mit einem Geist zu vergleichen, der Raketen erfindet, die zum Mars fliegen. Wie schaffen wir es, selbst unter extremsten Bedingungen zu überleben? Der Mensch ist ein Gruppenwesen. Von Anbeginn der Evolution war sein Überleben nur in der Gruppe möglich. Wir haben ein unstillbares Bedürfnis, uns mit anderen zu verbinden. Wie wurden wir vom Steinzeitmenschen zum Smartphone-User, dessen Gedanken um den Erdball fliegen? Was ist die Formel für unseren Erfindungsgeist? Der Mensch musste nicht warten, bis ihm in Jahrmillionen Flügel wachsen. In unserer Fantasie reifen die unglaublichsten Szenarien. Was treibt uns an, sie in der Realität zu erproben? Countdown für den deutschen Astronauten Alexander Gerst. 2, 1, and ignition. Liftoff. Am 28. Mai 2014 bricht er auf zu seiner Mission Blue Dot im All. Dass er Astronaut werden wollte, stand für Gerst schon als kleiner Junge fest. Jahrelang trainierte er, um seinen Traum zu verwirklichen. Ziel ist die internationale Raumstation, ISS. Hallo Terra X. Ich lebe und arbeite nun schon seit Ende Mai im All. Den Blick von hier oben auf unseren Heimatplaneten, den werde ich niemals vergessen. Die gesamte Geschichte des irdischen Lebens, angefangen von Einzellern und Dinosauriern bis hin zu den Menschen, hat sich auf einem einzigen winzigen blauen Punkt im Universum abgespielt. Mit atemberaubenden Impressionen hat Alexander Gerst das Antlitz der Erde von oben dokumentiert. Und wie wir Menschen sie verändert haben. Wir haben auf der Erde das Licht angeknipst, sonst wäre sie eine schwarze Steinkugel im Universum. Durch Bewässerung haben wir Wüsten urbar gemacht und Muster in der Landschaft hinterlassen. Netze aus Gasfeldern, wie Spuren einer rätselhaften Zivilisation. Ein Blick, der mich besonders beeindruckt hat, war der Blick auf die Abholzung des Regenwaldes im Amazonasgebiet. Bevor ich diese riesigen Narben in der grünen Lunge der Erde mit eigenen Augen gesehen habe, war mir nicht mal annähernd klar, welch großer Teil davon schon zerstört ist. Mit den Regenwäldern verschwindet der Lebensraum für unsere nächsten noch lebenden Verwandten, die Menschenaffen. Bis zu 99% aller Gene haben wir mit ihnen gemeinsam. Sie haben Gefühle, wie wir, spielen und lachen. Sie schmieden Bündnisse und kämpfen um Macht. Doch der Mensch ist ihr größter Feind. Er jagt und tötet sie, trotz seiner hohen Intelligenz. Sie drohen auszusterben, bevor wir sie richtig kennengelernt haben. Die Ursprünge unseres Verhaltens.
dann wären wir die letzten Menschenaffen. Sie leben im Hier und Jetzt. Anders als wir können sie sich nicht auf die Reise begeben. Sie machen sich keine Vorstellung von neuen Welten. Die Zahl der Menschen steigt immer weiter an. Welche Eigenschaften sind es, die dieses gigantische Wachstum verursachen? Die Weltbevölkerung wächst immer rasanter. Mehr als 7 Milliarden Menschen besiedeln die Erde und drängen andere Lebewesen immer weiter zurück. . 1831 bricht Charles Darwin, Pionier der Evolutionsbiologie, zu seinen großen Forschungsreisen auf. Weltweit sammelt er Belege, um die Entstehung und das Aussterben der Arten zu verstehen. Er wird zum gefeierten Wissenschaftler. Für alle, die an eine göttliche Schöpfung glauben, aber ist seine Theorie ein Skandal. Wer sich am besten an veränderte Bedingungen anpassen kann, setzt sich durch. Als Survival of the Fittest beschreibt Darwin den Überlebenskampf. Entscheidend sind die Nachkommen, nicht die körperliche Stärke. Obwohl es manchmal so scheint, als sei eine Art Wettrüsten im Gange, wie unter den Käfern mit immer monströseren Waffen. Viele Szenarien vom Überleben in wilder Natur scheinen die archaische Formel vom Recht des Stärkeren zu stützen. Im Reich der Tiere tobt ein unerbittlicher Kampf. Vor allem, wenn es dabei um fortpflanzungsfähige Weibchen geht. Was aber bedeutet Survival of the Fittest bei uns Menschen? Den Schlüssel zum Erfolg sieht schon Darwin im Gehirn. Konkret in der Sprache des Menschen, seinem Wunsch zu kommunizieren und einer Gruppe anzugehören. So entwickeln sich die ersten Stämme. Wie in einer Zeitkapsel, mitten in unserer modernen Welt und doch isoliert, leben einige Völker ähnlich wie einst unsere Vorfahren. Nur in der Gemeinschaft konnte der Mensch die extremsten und gefährlichsten Gegenden der Erde besiedeln, wie die Yakel auf der Südseeinsel Vanuatu. Abertausende von kulturellen Eigenschaften hat der Mensch entwickelt und wie ein zweites Vererbungssystem durch seine Sprache weitergegeben. Es ermöglicht uns, an Orten auf diesem Planeten zu leben, wo wir eigentlich nicht hingehören. Bei minus 40 Grad in der sibirischen Tundra leben die Tschuktschen, die echten Menschen, wie sie sich nennen, einer der letzten Inuit-Stämme unserer Erde. Gemeinschaft und Großzügigkeit gehören zu den Überlebensstrategien der Tschuktschen. Sie helfen sich gegenseitig, sind fürsorglich zu Waisen, Witwen und Alten. Niemand kann in dieser lebensfeindlichen Eiswüste allein und ohne das übermittelte Wissen der Vorfahren existieren. Der Fotograf Jimmy Nelson hat sich weltweit auf die Spur der letzten ursprünglich lebenden Völker begeben. Heute können wir uns kaum noch vorstellen, was es für unsere Evolution bedeutet hat, als immer mehr und größere Gemeinschaften entstanden. Mehr als 6000 Sprachen entwickelten sich. Jeder Stamm hat seine ureigenen Traditionen, Motoren für die Evolution unseres Geistes. Kasachische Jäger mit ihren gezähmten Adlern. Ihnen gelingt eine einzigartige Kooperation mit den Tieren. Jede Veränderung der Lebenssituation erfordert ganz besondere Entdeckungen und Erfindungen. Überall auf der Welt. Die Gemeinschaften haben eine Vielfalt an kulturellen Identitäten hervorgebracht. Der Lebensstil des modernen Menschen in seiner globalisierten Welt erscheint hingegen beinahe austauschbar
und uniformiert. Anders als sie zeigen wir mit Abermillionen von Selfies, wie wir gesehen werden wollen, nicht aber, wer wir wirklich sind. Der Mensch ist ein Gruppenwesen. Von Anbeginn der Evolution war sein Überleben nur in der Gruppe möglich. Die Gruppe gibt ihm seine Identität, nicht er selbst. Er definiert sich über eine Gruppe und über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und selbstverständlich ist es dann so, dass wenn ich auf eine andere Gruppe treffe, die eine andere Identität hat, dass das sehr häufig keine freundlichen, sondern geradezu hochaggressive Begegnungen sind. Heute sind wir zu riesigen sozialen Gemeinschaften verschmolzen. Mehr als 7 Milliarden Artgenossen und es werden täglich mehr. Was ist das Herausragende an unserem Gruppeninstinkt? Menschenaffen wie wir. Worin liegen die Unterschiede zu unseren nächsten Verwandten? Im Leipziger Zoo können Verhaltensexperimente live beobachtet werden. Sie sollen es mit ihren schlauen Vettern aufnehmen, die Kinder vom Child Lab am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Was können sie, was Schimpansen nicht können? Wissenschaftler sind hier dem Rätsel auf der Spur. Tatsächlich liegt der große, kleine Unterschied im Sozialverhalten von Menschen und Affen. Ist uns Hilfsbereitschaft in die Wiege gelegt oder werden wir von Anfang an von unserem Egoismus gesteuert, mit dem wir uns im Leben behaupten müssen? Und der zweite Stapel. Oh. Der Versuch zeigt überraschend klar, die Kleinsten helfen spontan und ganz uneigennützig. Wie würden Affenkinder in einer ähnlichen Situation reagieren? Auch Schimpansen helfen gern. Nicht nur dieses Tier, das von Menschen aufgezogen wurde. Diesen liebevollen Wesenszug können wir also nicht für uns allein beanspruchen. Auch Affen helfen einander. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber sie müssen es nicht unbedingt. Und auch Affen arbeiten oft zusammen, wenn sie gemeinsam jagen. Aber sie sind nicht auf das Ergebnis dieser Jagd angewiesen für ihr Überleben. Das heißt einfach, dieser kleine, feine Unterschied, dass wir als Menschen absolut darauf angewiesen sind, zu kooperieren und auch keine wirklich gute Alternative haben, verändert unsere gesamte Einstellung, mit der wir aneinander herangehen. Im Leipziger Primatenzentrum beginnt morgens um 9 eine Art Schule für Menschenaffen. Die spielerischen Experimente sind für die Tiere eine willkommene Abwechslung. Die Aufgabe? 2 Schimpansen sollen gemeinsam versuchen, an Futter zu gelangen. Die Sache klappt nur, wenn beide ziehen, sonst rutscht das Seil aus der Öse. Wie weit geht die Kooperation? Für eine Banane ziehen Kara und Frauke im wahrsten Sinne des Wortes an einem Strang. Was aber passiert, wenn nur eines der Tiere Aussicht auf eine Banane hat? Kara hat längst bemerkt, dass für sie nichts zu holen ist und lässt sich gar nicht erst in Versuchung bringen. Mit dem Teamplay ist es vorbei. Schimpansen arbeiten nur dann zusammen, wenn beide etwas davon haben. Im Child Lab werden Kinder vor eine vergleichbare Aufgabe gestellt. Nicht weiter verwunderlich,
Auch sie kooperieren, wenn es darum geht, an Belohnungen zu kommen. Was aber passiert, wenn einer drei Murmeln und der andere nur eine bekommt? Dann tun die meisten Kinder etwas, das Menschenaffen nicht in den Sinn kommen würde. Es sei denn, die Hierarchie erfordert es. Kurz überlegen? Dann teilen fast alle Kinder fair auf, was sie sich gemeinsam erarbeitet haben. Auch wenn es im Sandkasten schon mal zu Rangeleien um das schönste Spielzeug kommt. Einer der Gründe, warum Zusammenarbeiten unserer Evolutionsgeschichte so vorteilhaft war, ist die einfache Tatsache, dass Zusammenarbeit für beide Parteien am Ende des Tages etwas Positives bewirkt. Es ist also in meinem eigenen strategischen Interesse, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und weil das so ist und weil ich auf Zusammenarbeit tagtäglich angewiesen bin, ist es auch in meinem eigenen Interesse, mich anderen gegenüber fair zu verhalten, mich anderen gegenüber als guter Partner zu präsentieren, einfach weil ich auf ihre Zusammenarbeit auch in Zukunft angewiesen sein werde. Gemeinsam sind wir stark. Das wissen schon die Bambinis der Kölner Haie. Vor dem Spiel schwören sie sich aufeinander ein. Nur mit vereinten Kräften können sie den Gegner besiegen. Mannschaftssport ist eine der höchsten Kooperationsleistungen, zu denen wir Menschen fähig sind. Dabei müssen wir uns in unsere Mitspieler und in unsere Gegner hineinversetzen, vorausschauend agieren und auch mal tricksen können. Teamgeist ist nicht alles. Wie im wahren Leben offenbart sich auch auf Eis und Rasen die Doppelnatur des Menschen. Im Kampf mit dem Gegner müssen sich die kleinen Haie behaupten. Und dabei geht's ganz schön zur Sache. Nicht selten fliegen sogar die Fäuste. Sein Leben lang muss der Mensch die Balance zwischen Miteinander und Gegeneinander finden. Fairness lernen, sich an Regeln halten und beim Verstoß mit Strafen rechnen. Mal schauen, ob die Luft rein ist. Affen stibitzen gerne Futter. Und so mancher Überfall sieht wie eine von langer Hand geplante Aktion aus. Doch anders als beim Menschen geht's in der Affenbande drunter und drüber. Jeder der flinken Diebe agiert für sich selbst, statt mit Komplizen gemeinsame Beute zu machen. Feste Rollen gibt es bei den Makaken nicht. Ob Wachposten oder Späher, ist eine Frage des Zufalls. Menschen stecken schon als Kinder ihre Köpfe zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Schimpansen hingegen brauchen bis zu 30 Jahre, um das gemeinsame Jagen zu lernen. Wie ist dieser Unterschied zu erklären? Die Leipziger Primatenforscher versuchen herauszufinden, ob Schimpansen sich in andere hineinversetzen können. Beide Tiere sehen, dass unter dem ersten Becher eine Belohnung versteckt wird. Was als nächstes geschieht, bleibt Frauke, dem Tier auf der rechten Seite, verborgen. Der Versuchsleiter legt auch unter den dritten Becher Futter. Frauke darf zuerst wählen, was Kara auf der anderen Seite nicht sieht. Klare Sache. Frauke entscheidet sich für Becher 1. Von der zweiten Belohnung weiß sie ja nichts.
Ein Mensch würde vielleicht auf die Idee kommen, auch unter die anderen Becher könnte eine Belohnung gelegt worden sein und pokern. Schimpansen hingegen verlassen sich nur auf das, was sie mit eigenen Augen gesehen haben. Wie aber wird sich Kara entscheiden? Sie weiß, dass Frauke nur das Futter in Becher 1 gesehen haben kann. Treffsicher nutzt sie ihr exklusives Wissen und wählt Becher 3. Affen sehen, was andere sehen und können sich so in andere hineinversetzen. Kara geht auf Nummer sicher. Sie vertraut darauf, dass unter Becher 1 nichts mehr zu holen ist. Ein Mensch würde auch andere Szenarien durchspielen und ins Kalkül ziehen, dass jemand ihn hinters Licht führen will. Schimpansen können sich in andere Schimpansen versetzen. Was sie aber nicht können, ist, sich vorzustellen, dass der andere einen betrügt. Das heißt, sie können tatsächlich nur positiv denken. Und das ist auch der Grund, warum Schimpansen nicht lügen können, wie wir Menschen. Mit Lou und Max machen wir den Lügentest. Auch uns ist das Flunkern nicht in die Wiege gelegt. Gelingt es Ihnen, Freude vorzutäuschen, wenn Sie sie gar nicht empfinden? Zwei Spielzeugautos und eine Kartoffel. Der vierjährige Max weiß nicht, in welcher Schachtel ein Auto und in welcher eine Kartoffel versteckt ist. Seine Aufgabe? Er soll jedes Mal so tun, als würde er sich über das Geschenk freuen, auch wenn es nicht das Wunschobjekt ist. Max versucht es, allerdings nicht gerade überzeugend. Er ist noch zu klein, um die Kunst des Täuschens zu beherrschen. Ob Lou es besser kann? Sie ist 8 Jahre alt und hat bereits gelernt, Enttäuschungen mit einem Lachen zu überspielen. Eine Strategie, zum Beispiel, wenn man sich nicht anmerken lassen will, dass man sich über ein Geschenk nicht freut. Thorsten Havener kann man so leicht nichts vormachen. Der Experte für Mimik und Körpersprache kann durch reine Beobachtung Lügen entlarven. Wir lügen ungefähr 200 Mal jeden Tag. Allerdings alles andere als perfekt, denn es gibt Gesten, die unsere Lüge verraten. Es kann sein, dass wir uns im Gesicht berühren oder am Ohrläppchen oder am Mund, um die Lüge zurückzuhalten. Und wenn wir lügen, können wir meistens einem Blick nicht standhalten. Längst nicht mit jeder Lüge versuchen wir, ein Vergehen zu verdecken oder jemanden zu betrügen. Oft versuchen wir, unsere wahren Emotionen zu verbergen, um andere nicht zu verletzen. Zwar entwickelte der Mensch raffinierte Formen der Täuschung, im Gegenzug aber reifte die Fähigkeit, an den Aussagen zu zweifeln. Wer beim Pokern gewinnen will, braucht nicht unbedingt gute Karten. Viel wichtiger ist es, seine Gegner lesen zu können. Thorsten Havener beherrscht das ABC der legendären Tells. Das sind Körpersignale, die ein gutes oder schlechtes Blatt verraten. Poker-Tells dekodieren ist sehr schwierig, auch für mich. Denn gerade Pokerspieler können ja ihre Gefühle sehr gut zurückhalten. Die können ja eine Maske aufsetzen. Manchmal senden sie extra falsche Signale, um zu zeigen, ich habe ein gutes Blatt, dabei haben sie gar keins. Wer einen Bluff entlarven will, muss die Körpersprache der Spieler genau analysieren. Kameras zeichnen die Reaktionen der Spieler auf. Was sind typische Gesten? Der Experte nimmt zuerst Julia ins Visier. Ein persönliches Merkmal ist die Haltung ihrer Hände. Doch schützt sie damit ein gutes Blatt oder blufft sie? Mit Ass und König hat sie große Chancen, das Spiel zu gewinnen. Was hat die Bewegung der Daumen zu bedeuten? Na,
Julia ist eine gute Pokerspielerin, kann auch in der Regel ein gutes Pokerface aufsetzen. Aber wenn es wirklich um die Sache geht, dann hat sie so ein paar Gesten, die man als Beobachter ganz gut durchschauen kann. Das eine ist zum Beispiel der Daumen. Normalerweise lag bei ihr, wenn sie sich gewöhnlich bewegt, der rechte Daumen über dem linken. Ihr rechter Daumen über ihrem linken Daumen. Und wenn sie jetzt anfängt, über ihre Körpersprache nachzudenken, weil sie was zurückhalten will, weil sie ein gutes Blatt hat, dann fängt sie an, den linken Daumen über den rechten zu legen. Diese Bewegung konnte man sofort erkennen. Auch die Augen verraten viel. Bei positiven Emotionen weiten sich die Pupillen, bei negativen Gefühlen verengen sie sich. Deshalb tragen Pokerspieler oft Sonnenbrillen. Wie reagieren Spieler, wenn sie schlechte Karten haben? Wer unter Stress steht, fasst sich häufiger ins Gesicht. Die verstärkte Durchblutung lässt die Haut kribbeln. Das verräterische Signal für eine schwache Pokerhand, das gibt's natürlich nicht, sonst könnte man das Spiel ja auch nicht mehr spielen. Ich würde als Beobachter immer schauen, was sind Zeichen von Stress? Wann versucht jemand, was zu verbergen, was vielleicht gar nicht da ist? Und Zeichen von Stress sind immer vermehrte Bewegungen, vor allen Dingen im Gesicht. Nur wenigen Spielern gelingt es, ein perfektes Pokerface aufzusetzen und die verräterischen Signale zu unterdrücken. Eine psychologische Meisterleistung ist es, sie vorzutäuschen und gezielt zu bluffen. Benny wirkt unsicher. Immer wieder fasst er sich ins Gesicht. Ist er wirklich nervös oder spielt er nur den Verlierer? Selbst für Havener sind seine Signale schwer zu lesen. Es gab aber eine Schlüsselszene. Da schaut er sich kurz das Blatt an, legt es wieder zurück und ganz kurz, für den Bruchteil einer Sekunde, lächelt er. Das ist fast schon eine Mikrobewegung, die nur ganz kurz aufblitzt, die er auch gar nicht unterdrücken konnte. Und da war mir klar, aha, in Wirklichkeit musste er ein sehr gutes Blatt haben. Das kurze Lächeln hätte ihn verraten können. Nur wir Menschen sind in der Lage, bewusst zu lügen und uns damit Vorteile zu verschaffen. Dafür müssen wir genau wissen, was der andere denkt oder denken könnte. Sein Gegner ist sich seines Sieges sicher und übersieht das Signal. Auch Irren ist typisch menschlich. Buben für den Gewinn. Das ist Ihr Pott. Wir leben in einer Welt, in der wir uns in immer größeren Informationsnetzwerken begegnen. Permanent müssen wir abschätzen, was in anderen vorgeht. Ob wir mit unseren Deutungen richtig oder falsch liegen. Gedanken eines Einzelnen können in kürzester Zeit in die Köpfe anderer rund um den Globus gelangen. Je größer die Gruppen, in denen wir leben, desto mehr Denkvermögen benötigen wir. Das könnte eine Triebfeder für die Evolution unseres Gehirns gewesen sein. Die Rechner des Human Brain Projects illustrieren, was im menschlichen Superhirn steckt. Die Rechenkraft von 100.000 Bürocomputern ist nötig, um einen Kubikzentimeter unserer Denkzentrale zu simulieren. Neurowissenschaftler wollen die Geheimnisse des Gehirns dekodieren, indem sie es in tausende von hauchdünnen Scheiben zerlegen und zu einem virtuellen Modell wieder zusammensetzen. So wollen sie herausfinden, wie Nervenzellen sich vernetzen und damit auch dem Prinzip des Lernens auf die Spur kommen. Nur der Mensch kommt wohl auf die Idee, sich auf einem Holodeck durch sein eigenes Gehirn zu bewegen. Einfache Prozesse können hier simuliert werden. Doch die Forscher sind weit davon entfernt, unser Denken nachvollziehen zu können. Das menschliche Gehirn ist einzigartig. Doch mit so einem Supercomputer kommen wir nicht auf die Welt. Unsere neuronale Festplatte muss erst einmal beschrieben werden. Und das Lernen setzt sich lebenslang fort. Das Gehirn knüpft Vernetzungen, die der Welt entsprechen, in der wir leben. Das macht uns so anpassungsfähig. So erweist sich der Nachteil des anfangs unreifen Gehirns als Motor unserer Evolution. Bei anderen Primaten werden die Lernfenster hingegen früh geschlossen.
Menschenaffen können ganz erstaunliche Dinge von uns, ihren nächsten Verwandten, lernen. Kanzi, ein 33-jähriger Bonobo-Mann, entfacht ein Feuer und hat eine Vorliebe für gegrillte Marshmallows entwickelt. Allerdings ist bis jetzt kein Bonobo von selbst auf die Idee gekommen, seine Artgenossen im Dschungel zum Barbecue einzuladen. Auch diese Orang-Utans zeigen sich als Meister der Imitation. Sogar Wellness gehört jetzt zu ihrem Programm. Die roten Waldmenschen profilieren sich als Ingenieure. Mit Intelligenz und Geschick erreicht diese Orang-Utan-Dame ihr Ziel. Zugegeben, ein paar Tricks hat sie vom Menschen abgeschaut. Als wahre Adrenalin-Junkies entpuppen sich diese Makaken. Wie viel Mensch steckt im Affen, wenn es darum geht, einfach nur Spaß zu haben? In den 1930er Jahren ließ ein US-Verhaltensforscher seinen Sohn gemeinsam mit Schimpansenbaby Gua aufwachsen. Er wollte wissen, ob der Unterschied zwischen Affe und Mensch nur eine Frage der Erziehung ist. Auf den ersten Blick scheint Gua durchaus das Zeug zu haben, ein Mensch zu werden. Wie aber lernt ein Kind und wie ein Schimpanse? Gua scheint es beim Malen ein bisschen an der Motivation zu fehlen. Anders als Menschenkinder, die es möglichst genau wie die Großen machen, sind kleine Schimpansen nicht nur beim Klettern experimentierfreudiger und wagen einfach mal einen Stunt. Wer schaut sich was von wem ab? Wer ist der beste Nachäffer? Mensch oder Schimpanse? Was die historischen Aufnahmen nicht zeigen, ist, dass dieses Experiment abgebrochen wurde, weil das menschliche Baby in seiner hohen Anpassungsfähigkeit immer mehr zum Schimpanse wurde. Der Schimpanse war bereits ein Schimpanse. Das menschliche Baby fing aber an, auf allen Vieren zu laufen und Grunzlaute auszustoßen und wäre über kurz oder lang immer mehr zum Schimpansen geworden. Imitation hat sich auch unter Wasser als Erfolgsprinzip der Evolution erwiesen, lange bevor der Mensch existierte. Delfine sprechen miteinander, indem sie Laute nachahmen. Die schlauen Meeressäuger geben sich Namen, ganz individuelle Pfeiftöne, mit denen sie anderen in ihrer Gruppe signalisieren: Hallo, ich bin da. So kann kein Tier verloren gehen. Und mit der Sprache hat sich ein komplexes Miteinander herausgebildet. Worüber Delfine wirklich sprechen, bleibt noch zu ergründen. Kaum zu glauben. Gerade die Kunst, andere zu kopieren, hat sich als großer Gewinn für unsere Evolution erwiesen. Und das lange bevor es Sprache und Schrift gab. Überall auf der Welt ahmen Kinder die Erwachsenen nach. Sie achten dabei auf jeden Handgriff. Unsere nächsten Verwandten hingegen lernen vor allem durch Versuch und Irrtum. Schon die Kleinsten haben den Wunsch, Informationen mit anderen zu teilen. Kaum ein Jahr alt, zeigen sie begeistert auf alles, was ihre Aufmerksamkeit erregt. Aus der Zeigegeste könnte sich die Sprache entwickelt haben. Mal sehen, ob Frauke das auch drauf hat.
Der Versuchsleiter zeigt ihr eine Traube und versteckt sie unter einem Becher. Treffsicher setzt die Schimpansendame den Fingerzeig ein, um an das Futter zu gelangen. Doch Affen nutzen die Zeigegeste nur im Umgang mit Menschen, nicht aber um ihren Artgenossen im Dschungel wertvolle Tipps zu geben. Kann Frauke Gesten auch verstehen? Darum geht es im nächsten Experiment. Diesmal weiß die Schimpansin nicht, wo die Traube versteckt ist. Einziger Hinweis ist der Zeigefinger des Versuchsleiters. Bei Frauke fällt der Groschen nicht. Sie probiert es auf gut Glück. Zeigegesten verstehen Menschenaffen nicht. Die weltbekannte Verhaltensforscherin Jane Goodall revolutionierte das Bild unserer nächsten Verwandten. Mit 26 begann sie im afrikanischen Urwald als eine der ersten wildlebende Schimpansen aus nächster Nähe zu beobachten. Eines Tages entdeckt sie Schimpansen, die Blätter von Zweigen streifen und mit den Ästen Termiten angeln. Bis dahin galt nur der Mensch als Werkzeugmacher. Von Generation zu Generation geben auch die Tiere ihr Know-how weiter. Eine frühe Form von Kultur und doch anders als bei uns Menschen. I think the main difference between we humans. Schimpansen sind sehr viel intelligenter, als wir es jemals für möglich gehalten haben. Doch selbst der klügste Schimpanse, der mehr als 400 Zeichen der amerikanischen Gebärdensprache erlernt hat, ist nicht mit einem Geist zu vergleichen, der Raketen bauen kann und Roboter, die zum Mars fliegen und von dort Bilder zur Erde schicken. Out of which comes a little robot that's crawling around on the surface of the red planet and sending back pictures for us to use. So I would say that der Hauptunterschied ist der, nur wir Menschen haben eine Sprache mit Wörtern und Symbolen entwickelt, mit der wir über Vergangenes reden und Pläne für die Zukunft schmieden können. Nur wir sind in der Lage, uns über Dinge auszutauschen, die gar nicht da sind. Seit 1 Million Jahren beherrscht der Mensch das Feuer. Ein Meilenstein in seiner Entwicklung, ein geistiger Funke für seine Evolution. Im Schein der Flammen tauschen wir uns mit anderen über Dinge aus, die nur in unseren Gedanken existieren. Über unsere Absichten, Ängste und Hoffnungen. Über Zusammenarbeit und Moral. Wir können aus den Erfahrungen anderer lernen und unser Wissen an unsere Nachkommen weitergeben. 6000 Sprachen hat die Menschheit hervorgebracht. Unentbehrlich für unsere Kooperation und Kultur. Das Lagerfeuer ist der klassische Ort, an dem Geschichten erzählt wurden. Und Geschichten spielen in der Vergangenheit, selten in der Gegenwart und häufig in der Zukunft. Es ist das die große Eigenart des Menschen, dass wir in Gedanken in die Zukunft fliegen können. Wir können bereits Vorstellungen entwickeln über etwas, was noch gar nicht existiert. Und wir können diesen Vorstellungen dann nacheifern, den selbstgestellten Vorstellungen, wie sonst käme der Mensch ins Weltall. Nur wir Menschen besitzen die Fantasie, uns in imaginäre Rollen hineinzuversetzen. Dabei ahmen wir nach, bis uns irgendwann selbst Großes gelingt. Eine Art Formel für den menschlichen Erfindungsgeist. Die verrücktesten Szenarien reifen in unseren Gedanken, bis wir sie in der Realität erproben. Jahrhunderte vergingen, bis der Traum vom Fliegen wahr wurde. Die ersten gewagten Versuche scheiterten. Doch die Pioniere der Luftfahrt gaben nicht auf. Jede Generation brachte neue Innovationen hervor. Der Homo sapiens, der wissende Mensch, schaffte es bis auf den Mond
und strebt noch höher hinaus. Der Mensch musste nicht warten, bis ihm in Jahrmillionen Flügel wachsen. Nein, er hat einfach Flugzeuge und Raumschiffe gebaut und das zeichnet unsere Evolution aus. Die Internationale Raumstation ist die komplexeste Maschine, die Menschen je erschaffen haben. Eine Leistung, an der Tausende von Forschern aus vielen Nationen beteiligt sind. Kein Mensch könnte allein so etwas erschaffen. Der Fotograf Jimmy Nelson schaut zurück in unsere Vergangenheit. Seit Anbeginn strebt der Mensch nach neuen Ufern. Nur so konnte er jeden Winkel der Erde bevölkern. Haben wir auf dieser Reise auch etwas verloren? Wer sind Sie? Und wer sind wir? Vielen von uns fehlt in unserer globalisierten Welt die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die unsere Identität bestimmt. Die Vielfalt ist der Reichtum der Menschheit. Doch sie droht noch in unserer Lebenszeit zu verschwinden. Damit verlieren wir ein Fenster in unsere Vergangenheit und vielleicht Hinweise darauf, wie wir in Zukunft auf diesem Planeten überleben können. Wir Menschen haben die Erde nach unseren Bedürfnissen verändert und unsere Evolution selbst in die Hand genommen. Nur wir können die Folgen unseres Tuns abschätzen. Nicht nur neue Technologien helfen uns zu überleben, sondern auch das Wissen, woher wir kommen und was der Kern des Menschseins ist. Wir leben auf einer winzigen Steinkugel, die durch das dunkle Universum rast und die nur von einer hauchdünnen Atmosphäre umgeben ist. Das ist unser Raumschiff Erde. Sie ist alles, was wir haben. Deshalb müssen wir unseren kleinen blauen Planeten schützen. Das ist die Perspektive, die ich von der Raumstation mit nach Hause bringen möchte. Jeder Mensch auf der Erde hat die Möglichkeit, seine eigene Zukunft und die seiner Nachfahren zu beeinflussen. Bye bye, Terra X. Wir sehen uns wieder auf der Erde.